Dann noch eine Frage aus der Community. Omnitronic TRM 402, 4 Rotary Mixer. Kannst du uns den mal zeigen? Ja, logisch, komm mit. Also der Kollege hier, der MK Santo, der legt schon den ganzen Tag mit dem Mixer auf. Das ist jetzt quasi einfach die 4-Kanal-Version von unserem 2-Kanal-Rotary. Das ist der TRM 402. Und ja, natürlich perfekt für Elektro-DJs. Sanfte Übergänge, man hat überhaupt keine Crossfader mehr. Alles Drehpodis, sehr hohe Qualität von den Drehpodis, sehr guter Sound. Also er wird echt immer für seinen Sound gelobt. Auch in in Clubs, auf einer PA, haben schon viele getestet und haben gesagt, für den Preis sehr, sehr nice. Ist der durchweg analog? Der ist komplett analog. Durchweg, keine Wandlung, gar nichts? Nein, gar nichts. Da ist nichts digital. Das ist ein komplett analoger Mixer. Und die Filter ganz oben, die drei, die wirken sich auf den Master aus. Mhm. Und damit kann er quasi das komplette Signal killen. Also wenn er alle nach links dreht, hörst du wirklich gar nichts mehr. Die also sperren komplett? Komplett, ja. Wirklich, wirklich genau, schön. Und weil die benutzen wir dann wirklich mehr so on the fly. Mhm. Während dem Mixen, so wie er das da gerade macht, dreht er halt zum Beispiel mit den Filtern die Bässen raus, wieder rein. Und genau, das kannst du nicht vorhören, weil das machst du ja eher so spontan. Genau, es ist den ja eher die Summe. Genau, ja. Und den EQ und so weiter kannst du natürlich vorhören. Und sehr oldschool ist halt, dass du hast Höhen, du hast Bässe, aber du hast keine Mitten. Weil das war früher bei den Rotaries schon so und das haben wir dann quasi einfach übernommen. Ne? Also Retro. Praktisch ein bisschen Vintage-Style in die heutige Zeit bringen. Genau, und man muss dazu sagen, aus Italien gibt es einen Hersteller, der macht diese schönen Kits, die Wood-Kits für die Rotaries. Einmal für den 4-Kanal, einmal für den 2-Kanal. Und die kann man bestellen auf Omni Wood Kit. Und das ist auch ein DJ aus Italien und der hatte die Idee, das zu machen. Und wir haben mit ihm so eine Art Kooperation gemacht. Und er stellt quasi diese schicken Wood Kits für den Mixer her. Und die sind sehr gefragt, die werden bei ihm gut bestellt und ist eine schicke Sache auf jeden Fall. Das rundet den ganzen Flair des Mixers noch richtig schön ab. Das sieht wirklich richtig vintage aus und macht einen schönen Eindruck. Genau, auf jeden Fall. Also ja, finden wir auch sehr, sehr schick. Und wie gesagt, wenn ihr sowas sucht, kriegt ihr das bei ihm auf der Seite. Ja, sehr schön, vielen Dank. Cool. Das ist also, wirklich gesagt, ein cooler Mixer. Richtig schick vom Design her auch. Selten gesehen sowas. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, wirklich cool, Dankeschön. Ja. Dann vielen Dank für euren Besuch. Gerne doch. Weiterhin noch viel Spaß auf der Messe und ich denke, wir sehen uns bestimmt noch mal.